Mit Kurt Schweizer kommen wir nun zu einer Person, der nicht zu den vertriebenen Wissenschaftlern in dem Sinne gehört, aber der dennoch ein höchst reputierlicher Mitarbeiter im Verwaltungsteil der Anstalt war. Einer Gruppe, die im Grunde bisher oder auch überall im Schatten der Peter oder auch der Wissenschaftler stehen und über die wir relativ wenig wissen. Kurt Schweizer wurde am 27. Juni 1886 in Berlin geboren. Zum Zeitpunkt seiner Geburt war die Familie wohl schon vom Judentum zum Christentum konvertiert. Doch wird der Großvater Isaac Holländer in der Familienerinnerung noch als äußerst frommer Jude beschrieben. Die Taufe von Eugen Schweizer, des Vaters von Kurt, war im Übrigen von evangelisch-lutherischen Theologen und Professor der Berliner Universität Hermann von Soden vollzogen, was davon zeugt, dass die Familie Schweizer neben Wohlstand auch über eine gewisse Prominenz verfügte. Kurt besuchte ab 1893 in Berlin die Schule und legte am renommierten Joachimsthalschen Gymnasium zu Ostern 1905 sein Abitur ab. Anschließend studierte er an den Universitäten Berlin, Freiburg und München Jura. Im Mai 1911 legte er das Referendarsexamen und im Juli 1915 das Assessorexamen ab. Schon im Mai war er als Freiwilliger in den seit einem Jahr tobenden Ersten Weltkrieg gezogen, der ihn an den verschiedensten Fronten sah und aus dem er mit dem Waffenstillstand von November 1918, zumindest physisch, unversehrt sowie mit dem Eisernen Kreuz erster und zweiter Klasse dekoriert ins zivilen Leben zurückkehrte. Zunächst war er als Assessor, das heißt Beamter, auf Probe im preußischen Justizdienst tätig, dann für ein Jahr juristischer Hilfsarbeiter beim Berliner Magistrat und zum Februar 1921 wurde er schließlich Mitarbeiter, Regierungsrat im Reichsausgleichsamt. Dieses war eine erst 1920 gegründete und dem Reichsministerium für Wiederaufbau nachgeordnete Behörde, die die Valutaschulden des Deutschen Reiches regulieren sollte. Schweizer arbeitete dort bis zum September 1930, als im Rahmen der brüningschen Sparmaßnahmen die Behörde aufgelöst und ihre Beamten auf andere Dienststellen des Reiches aufgestellt wurden. Schweizer wurde dann sozusagen in einer Rochade mehr oder weniger der Physikalischen Technischen Reichsanstalt zugewiesen, wobei dies wohl mehr aus verwaltungstechnischen Gründen geschah, als einem konkreten Bedarf der PTR nach einem Juristen folgte. Diesbezüglich wies Friedrich Paaschen als Präsident der Reichsanstalt darauf hin, dass, Zitat, für ein Justiziar bei der Reichsanstalt neben dem Leiter des Verwaltungsdienstes nur ein sehr geringes Tätigkeitsfeld vorhanden sei. Zitat Ende. Mit seinem Übertritt zur PTA wurde für Schweizer ein selbstständiges Referat eingerichtet, das der Verwaltungsleitung und damit der Präsidialabteilung zugeordnet war. Schweizer war in den folgenden Jahren vor allem mit den in den Abteilungen der PTR anfallenden juristischen Aufgaben sowie mit Personalfragen befasst. Zudem fiel ihm die Vertretung des Leiters der Verwaltung und damit gegebenenfalls die ständige Vertretung des Präsidenten in Verwaltungsangelegenheiten zu. Allerdings stieß Schweizer in der PTR auf erhebliche Ressentiments. Seine Direktoren und Sachbearbeiter der Anstalt waren, Zitat, wenig geneigt, seinen juristischen Rat in Anspruch zu nehmen, Zitat Ende, und sahen ihn als Eindringling an, zumal durch seinen Wechsel an die Reichsanstalt eine Wissenschaftlerstelle weggefallen war. An Schweizers Minderschätzung in der PTR änderte sich auch nichts, als er 1931 eine Studie Verwaltungsreform und Eichwesen vorlegte, die er offenbar aus eigener Initiative erarbeitet hatte, doch in der Ministerialbürokratie auf Ablehnung stieß und vom Innenministerium als inoffiziell eingestuft wurde, da eine Reform des Eichwesens nicht ansteht. Er hat hier sozusagen mehr oder weniger eine gewisse Kompetenzüberschreitung gemacht. Generell scheint sich Schweizer neben seinen Verwaltungsaufgaben mit den juristischen Aspekten der Vereinheitlichung des Eichwesens in Deutschland, das ja föderal organisiert war, also wieder ein Reibungspunkt,
sowie mit der Klärung der Grundbegriffe des Eichwesens beschäftigt zu haben, was jedoch weder in der PTR noch sonst wo nachweisbare Aufmerksamkeit auf sich zog, sodass Schweizer eigentlich zwischen allen Stühlen saß. In welchem Maße diese Marginalisierung in der PTR nur die allgemein existierende Geringschätzung der Bürokratie durch die Wissenschaftler widerspiegelt oder ob auch antisemitische Vorbehalte da mitschwangen, dabei lässt sich aus heutiger Sicht nur spekulieren. Allerdings wäre dies angesichts der wenigen PTR-Mitarbeiter jüdischer Herkunft und dem latenten Antisemitismus in der deutschen Akademikerschaft durchaus denkbar. Auf jeden Fall befand sich Schweizer in der PTR in einer Minderheiten- bzw. Außenseiterrolle, als Jurist wie auch als Jude. Nach der Übernahme der Macht durch die Nationalsozialisten und insbesondere mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums bekam Schweizers Außenseiterrolle einen besonderen Stellenwert. Sein Wirken als Jurist wurde nicht nur verbal bespöttelt und infrage gestellt, sondern er stand nun vor der Entlassung bzw. Zwangspensionierung. Allerdings galt Schweizer, der als Freiwilliger am Ersten Weltkrieg teilgenommen hatte und mit dem Eisernen Kreuz dekoriert war, als Frontkämpfer, auf den die Ausnahmebestimmung des Berufsbeamtengesetzes Anwendung fand und er so im Dienst bleiben konnte. Allerdings war er nur Beamter zweiter Klasse, der bestimmte Funktionen nicht mehr ausüben durfte, darunter die ständige Vertretung des Präsidenten in Verwaltungsangelegenheiten sowie Mitwirkung in Personalangelegenheiten und dergleichen. Damit war, wie Präsident Stark in einem Brief an das Ministerium schrieb, Zitat, seine Beschäftigungsmöglichkeit so gering geworden, dass sein Verbleiben in einer Planstelle in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt nicht mehr verantwortet werden kann. Stark schlug deshalb dem Ministerium vor, Schweizer baldmöglichst zu einer anderen Reichsbehörde zu versetzen, Zitat, wo er Funktionen der erwähnten Art nicht auszuüben hat. Stark verfolgte mit seinem Vorschlag im Übrigen zwei Ziele. Zum einen wollte er sich das Problem der Zwangspensionierung eines Frontkämpfers und Familienvaters von 4 Kindern, dessen Schicksal ihm keineswegs gleichgültig war und gegen dessen, Zitat, politische Einstellung keine Einwände zu erheben waren, sowie eine einwandfreie dienstliche Führung bescheinigt werden konnte. Dieses wollte er sich vom Halse schaffen und zum anderen auf diese Weise auch eine wissenschaftliche Planstelle für die PTR zurückzugewinnen. Allerdings ging der Plan nicht auf, denn die Versetzung wurde seitens des Ministeriums nicht stattgegeben. Wer wollte sich sozusagen dieses Problem sozusagen auf den Tisch ziehen? Sodass Schweizer per Erlass vom 23. Februar 1934 aufgrund des Paragraphen 6, also nicht Paragraph 3, jüdische, sondern weil er sozusagen seine Stellung überflüssig geworden wäre, also aufgrund des Paragraphen 6 des Berufsbeamtengesetzes zum 1. Juli in den dauernden Ruhestand versetzt wurde. Schweizer dann Ruhestandsbezüge in Höhe von etwa 700 oder 800 Reichsmark zu. Das heißt, neben den politisch-moralischen Aspekten hatte die Zwangspension für ihn auch wie auch für andere erhebliche ökonomische Konsequenzen, wie selbst Stark in seinem Brief an das Innenministerium festgestellt hatte. Ob diese dadurch gemildert wurden, dass Schweizer 1916 eine prominente Berliner Familie eingeheiratet hatte. Seine Frau Jutta war die Tochter des Berliner Bürgermeisters Georg Reike und die Familie lebte zudem in Schweizers Elternhaus am Stölpchensee, also im kleinen Wannsee, ist nicht abzuschätzen und es spielt auch für sein Schicksal und die politische Dimension seines Falls nur eine untergeordnete Rolle. Wie die Lebensumstände von Schweizer und seiner Familie in den folgenden 5 Jahren sich gestalteten und ob es ihm möglich war, noch irgendeine Tätigkeit auszuüben, ist nicht bekannt. Auch ist unklar, wann und wie der Entschluss zur Emigration gereift ist. In dieser Hinsicht war sicher von besonderer Bedeutung und Stefan Wolf hat auf den Fall von Reichenheim hingewiesen, war sicherlich bedeutsam, dass er zu jenen 30.000 jüdischen Bürgern gehörte, die nach der Reichspogromnacht von der Gestapo verhaftet wurden. Schweizer kamen ins KZ Sachsenhausen,
bei Oranienburg, wo er nicht nur körperlich harten, sondern auch demütigen Bedingungen mehr als 3 Wochen interniert blieb. So wurde ihm das Kopfhaar geschoren und schwere, aber auch sinnlose körperliche Arbeit abverlangt. Man musste große Granitbrocken um die Umzäunung des Lagers tragen, ohne Sinn und Zwang sozusagen, also Drill. Nach Aussagen von Kurt Schweizer sollten diese den Druck zur Auswanderung erhöhen und sie verfehlten ihr Ziel nicht. Nach der Entlassung aus dem Konzentrationslager, wahrscheinlich hatte er da auch etwas unterschreiben müssen, das war das häufig eine häufige Sache, dass die Entlassung beschleunigt wurde, dass die Leute sich bereit erklärten, sozusagen ihre Emigration zu betreiben. Das könnte hier bei Schweizer auch so gewesen sein. War für Schweizer ist klar, dass man Nazi-Deutschland so schnell als möglich in den Rücken kehren musste. Bestärkt wurde er in dieser Haltung von seinem Kriegskameraden Fiebern. Das ist natürlich nicht, das ist stark. Das ist die Entlassungsurkunde. Ja. Also bestärkt wurde er davon von seinem Kriegskameraden Fiebern. So wie sie dem Nachbarn Stapenhorst, der schon in den zurückliegenden Jahren der Familie geholfen und sich auch für Schweizers Vorzeit der Entlassung aus dem KZ eingesetzt hatte. Dass England zum Exilland wurde, hat sicherlich damit zu tun, dass die Familie Schweizer sehr anglophin war. Kurts Vater hatte einige Zeit in England gelebt und auch Kurt selbst kannte London von Besuchen her, wo entfernte Verwandten lebten. Es gab so kaum ein Sprachproblem und sogar belastbare Beziehungen dorthin. Darüber hinaus konnte auch der Nachbar Stapenhorst wieder einmal helfen, denn er soll es gewesen sein, der die Übersiedlung der beiden ältesten Kinder, die Tochter Maria und der Sohn Reike, beide geboren 1923 bis 1929, nach England betrieben und dass sie dort in einer befreundeten Familie nach London geschickt wurde, die schon vorher aus Deutschland emigriert war. Ab Januar 1939 ging dann Maria auf die High School in Wimbledon und Reike besuchte eine Internatsschule in Guildford, südlich von London. Ende Januar 1919 hatte Kurt Schweizer denn den Antrag an das Versorgungsamt Berlin-Schöneberg gestellt, seinen Wohnsitz für eine gewisse Zeit nach England zu verlegen. Nachdem die zuständigen Behörden, das geschah hier irgendwie über so einen Antrag, über einen Anwalt. Ebenfalls im Januar hatte Kurt Schweizer den Antrag an das Versorgungsamt gestellt, seinen Wohnsitz für eine gewisse Zeit nach England zu verlegen. Nachdem die zuständigen Behörden, der Berliner Polizeipräsident sowie das Finanzamt gegen Schweizers Auswanderung keinen Einspruch erhoben hatten, wurde ihm im März der Antrag genehmigt, zunächst für 2 Jahre, bis zum März 1941 und bei Fortzahlung der Pensions- und Unterhaltsansprüche an seine Frau und die 2 bzw. später 3 in Berlin verbliebenen Kinder. Das war das Arrangement. Für die beiden in England lebenden Kinder wurden diese Unterhaltszahlungen allerdings eingestellt, da, wie es in einem Brief heißt, der Schulbesuch in England keine Gewähr für eine deutsche Erziehung bietet. Zitat Ende. Dass es zu einer Trennung der Familie Schweizer kam, Kurt Schweizer reiste am 27. Juni 1939 von Berlin nach London, hängt wohl damit zusammen, dass Jutta Schweizer mit ihrem 5. Kind schwanger war und die englischen Behörden ihre Einreise verweigerten. Der Sohn Alexander wurde im September 1939 geboren, doch inzwischen waren aber die Emigration für die ganze Familie gegenstandslos, denn am 1. September
hatte Deutschland mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg vom Zaun gebrochen und England war Kriegsgegner. Für Jutta Schweiter, damit war die Familie für die Kriegszeit getrennt und man hatte sich in die politischen Gegebenheiten einzurichten. Für Jutta Schweiter ging es wohl vor allem darum, ums materielle Überleben. Mit den weiterhin ausgezahlten Pensionsansprüchen ihres Mannes sowie die Unterhaltsleistung für die drei in Berlin lebenden Kinder von etwa 450 Reichsmark konnte man zwar auskommen, lag doch 1940 der durchschnittliche Monatslohn eines Industriearbeiters bei etwa 200 Reichsmark, ohne Kinderzuschläge allerdings. Doch im Vergleich zu den Pensionen von Witwen arischer Akademiker waren die 450 Reichsmark aber eher bescheiden zu nennen und abgesehen natürlich von all den anderen Diskriminierungen, die die Familie ausgesetzt waren, zu schweigen. Man war sicherlich auf die Solidarität der Familie und von Freunden angewiesen, denn auf den NS-Staat konnte man nicht hoffen. Beispielsweise war im Herbst 1939 eine Notstandsbeihilfe zur Begleichung der Arztkosten für die Entbindung mit der Begründung abgelehnt worden, jüdischen Beamten im Ruhestand, dass man diesen zwar grundsätzlich Beihilfen gewährt werden, mit Rücksicht jedoch auf die Abwesenheit des eigentlichen Antragsberechtigten, der zurzeit in Wimbledon in London sitzt und der wahrscheinlich gegen Deutschland hetzen hilft, dürfte es nach allgemeinem Rechtsempfinden nicht angebracht sein, seiner Frau auch noch freiwillig irgendwelche Mittel zur Verfügung zu stellen. Zitat Ende. So blieb es und die allgemeine Not der Familie war, wenn man den Erinnerungen sozusagen Glauben schenkt, doch recht groß. Hinzu kam, dass auf Jutta Schweiter erheblichen Druck seitens der Behörden ausgeübt wurde, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen, was ihre prekäre Lage nicht nur materiell grundlegend verbessert hätte, sondern vor allem auch ihr Status in der deutschen, in Nazi-Deutschland. Jutta Schweiter war aber nicht nur eine standhafte, sondern auch eine praktische und zupackende Frau, die das Leben auch unter solch extremen Bedingungen bewältigt hat. Hierzu waren umfangreiche und diffizile Korrespondenzen mit den zuständigen deutschen Behörden zu führen. Hilfreich war, dass sich Kurt Schweiter offenbar in England nicht politisch betätigt hat und sich damit nicht, wie es im damaligen Nazi-Jargon hieß, an der Hetze gegen Deutschland beteiligt hatte. Auch wurde wiederholt darauf verwiesen, dass Kurt Schweiter, Zitat, bis zu seinem Ausscheiden als dienstlich tüchtig anerkannt und seine Führung einwandfrei, er außerdem Frontkämpfer war. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund, angesichts der Tatsache, dass Schweiter, wie alle in Großbritannien lebende Deutsche, zur Jahreswende 1939-40 interniert wurden und damit auch eine Rückkehr nach Deutschland unmöglich gemacht war, wurden ihm auch die auslaufende Genehmigung zum Auslandsaufenthalt für weitere 2 Jahre bis zum 31.03.1933 verlängert. Anfangs war Schweiter bei Liverpool interniert und dann in das bekannte und auch berüchtigte Internierungslager auf der Isle of Man, wo zum Beispiel auch Leute wie Klaus Fuchs, also anerkannte erst ein bisschen später. Da, unter anderem dadurch wurde er zum Spion, aber er war eben politisch sozusagen ein dezidierter Gegner und andere Beispiele lässt sich an. In Deutschland wurde sein Status, also Schweizer Status als befristeter im Ausland lebender deutscher Staatsbürger und damit auch die Unterhaltszahlung an seine Frau mit der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November dann in Frage gestellt. Dieses verfügte das Gesetz, dass allen ins Ausland übergesiedelten Juden die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen wurde, was mit dem Einzug ihres Vermögens und den Ruhen bzw. Verlust der Pensionsansprüche verknüpft war. Es ist unklar, ob das Gesetz auch bei Kurt Schweiter exekutiert wurde oder es für ihn eine Ausnahme gab. Aufgrund einer Eingabe von Frau Schweiter an das Reichserziehungsministerium und damit sozusagen an die PTR wurde jedoch
wurden jedoch wieder die Unterhaltsbeiträge von insgesamt 450 Reichsmark für sie und die drei Kinder lebenden Kinder zuerkannt, mit der Maßgabe, dass nach 3 Jahren, das heißt am 7. Mai 1945, geprüft werden sollte, Zitat, ob Zahlung der Unterhaltsbeiträge noch erforderlich ist. Nun wissen wir heute, dass am 7. Mai 1945 die allgemeine Not zwar immer noch groß, die nationalsozialistische Schreckensherrschaft aber passé war. Jutta Schweizer hat diese mit ihren Kindern in Berlin überlebt und auch für Kurt Schweizer mit den beiden anderen Kindern in England sollte die Zeit der Ungewissheit nun zu Ende gehen. Allerdings waren die politischen und ökonomischen Verhältnisse in Nachkriegsdeutschland wie auch in Europa generell so, dass an einer sofortigen Familienzusammenführung nicht zu denken war. Dies konnte erst im Laufe des Jahres 1946 erfolgen, als die britischen Behörden Jutta Schweizer mit ihren 3 Kindern gestatteten, nach London überzusiedeln. Und über diese Zeit wird jetzt Frau Schockenhorst uns sozusagen aus der Familienerinnerung berichten. Also recht schönen Dank. Ich werde versuchen, so die Lücken eigentlich so zu ergänzen. Das schwingt schon hin und her. So ist nicht nur in England. Es ist schon einiges, was eigentlich vorher passiert ist, was ich wichtig finde. Aber erstens möchte ich mal sagen, na, Opa, wir haben ihn immer Opa genannt. Na, du hättest nicht gedacht, dass du wieder hier auf diesem Gelände sein würdest, oder? Ja. Die Geschichte meines Großvaters, ich bin nämlich die Angela Schockhurst, ich bin das Enkelkind. Ich war so etwa 15, und dann ist er dann gestorben, 15, 16 Jahre alt. Und es ist immer so, man stellt nie die Fragen, die man eigentlich hätte stellen sollen, nicht, wenn man Junge ist. Aber naja, aber lieb war es. Das war bei einer Hochzeit, bei Alexanders Hochzeit. Und meine Erinnerungen, die sind familiäre Erinnerungen und vor allem die Geschichte eigentlich meines Großvaters wird hier zum größten Teil in seinen Worten erzählt. Und ich bringe nämlich Ausschnitte aus seinem Tagebuch. In den 60er Jahren hat er dieses geschrieben und es war etwa 800 Seiten von eng getippten Worten. Gott sei Dank getippt, denn seine Handschrift ist total unlesbar. Und das hat er eigentlich mit Abstand geschrieben und dann halt in seinem Ruhestand. Und ich bin sehr dankbar, dass ich seine Geschichte hier erzählen kann. Also recht herzlichen Dank, Herrn Hoffmann, und an Sie auch für die Physikalische Technische Bundesanstalt für die Einladung. Dankeschön. Also, eine verworrene Zeit. Und diese Verworrenheit, das hat eigentlich sein ganzes Leben eigentlich, das war es. Das war nämlich das Riesenproblem ab dem PTB. Also, die sind meine Hauptquellen. The 12 Grandchildren of Eugen und Algunder, Holländer Schweizer, The Impact of Nazi Racial Policies of One Family. Na, Christoph Schweizer, er war Soziologe und dann hatte das mit Wolfgang und Karl Christoph, das war dann der Vater, geschrieben. Und die haben Interviews mit uns allen gemacht und das sind so viele verschiedene Familienberichte. Und hier sehen Sie, das ist so ein Teil von seinem Tagebuch. Und das habe ich durchgeackert, das ist nicht sehr schön, aber interessant war es. Aber viel habe ich eigentlich gar nicht verstanden. Denn er war Denker, mein Großvater, er war Denker. Er war in Geschichte und Politik interessiert und er las intensiv und weitläufig in philosophischen und theologischen Werken und versuchte sich immer wieder mit diesen schwierigen Ideen und Theorien auseinanderzusetzen. Und das ist es, ich denke gerade, was so diese Arbeit, die er hier geschrieben hat. Ne? Er will sich nämlich hier auch irgendwie beschäftigen, sowas verbessern vielleicht, Theorien, ja, er war nicht so praktisch, er war überhaupt nicht praktisch. Zur Entspannung hatte Krimis gern gelesen, Simenons Maigret war eine Lieblingslektüre und er hätte auch so gern auch an die Uni gehen können, um Vorlesungen sich anzuhören, aber er war ziemlich taub.
Und er konnte dann in England, in Brighton, eigentlich gar nicht mitkriegen. So, er war wirklich dann auf Bücher und sowas angewiesen, Zeitungen. Und wenn er so debattieren wollte oder sowas, dann musste er das halt mit seiner Familie machen, mit seinen Söhnen. Nur bevor ich diese turbulenten Jahre ab Februar 34 beschreibe, möchte ich ein paar Fotos zeigen, so wie er war. So. Na, das war das Verlobungsbild. Das war Kurt und Jutta, ziemlich formell. Sie sehen, er hat ziemlich viele Haare und sein Leben lang war er ziemlich stolz auf diese Haare. So, Sie können sich vorstellen, wenn das alles abgeschoren wurde, wie schrecklich das war für ihn, wirklich schrecklich. Das war dann das Hochzeitsbild auf dem Fraueninsel hier in Berlin. Und wir sehen in Uniform als Leutnant. Und sie waren ein Jahr lang verlobt und dann kam dann die Hochzeit. Er war 30 Jahre alt und Jutta erst 22. Und dann anschließend ging er an die Front bei der Schlacht an der Somme. Das hier ist ein Familienbild. Wir sind nicht ganz sicher, wann das aufgenommen wurde. Dass Jutta, Kurt, das ist Michael, das ist mein Vater, Reike, sehr altmodisch mit diesen schönen Haaren. Maria da hinten, den Sie erwähnt haben, Lisa, und das ist dann die Sabine. So, mein Vater war etwa fünf, sechs Jahre alt, glaube ich, so in dem Dreh. Aber ein schönes Bild, glücklichere Jahre. Und wie war mein Großvater? Er war ziemlich stolz auf seine Familie, er war Familienmann. Er war sehr liebevoll, etwas verwöhnt, das wissen wir, kam aus gute Familie. Etwas egozentrisch, charmant, menschlich halt. Ne? Also, Jahre der Unsicherheit. So, jetzt versuche ich mal diese Lücken zu füllen eigentlich. Ab dem Moment, als er in Dauerruhestand versetzt wurde, von dem Moment war für ihn eigentlich dann alles durcheinander, muss man sagen. Da kam dann dieser Entlassungsbrief von Frick. So ein bisschen zu seiner Zeit. Es war ein wirklicher Schock, als er das hatte. Mein Großvater, er war ziemlich gesellig. Und anscheinend verbrachte lieber Zeit unter den Wissenschaftlern hier als bei den Juristen. Das habe ich so mitgekriegt. Die sind diese Lücken, die ich versuche hier zu füllen. Er traf viele interessante Wissenschaftler, darunter Heisenberg, Schrödinger und Niels Bohr. Er kam nicht weiter in seine Karriere als Regierungsreiter, da blieb er erstmal, denn sein Chef meinte, er interessiere sich nicht genug für Details. Dass er schnell sei und ein gutes Rechtsverständnis habe, reiche nicht aus. Also mit dieser Entlassung war Kurts Leben auf einmal zerstört. Alles war weg. Und man muss sich vorstellen, er war erst 48 Jahre alt, hatte große Familie zu versorgen, eine Ehefrau, vier junge Kinder. Das fünfte Kind kam kurz nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Aber alles war weg. Sein Einkommen, seine Sicherheit, seine Zukunft, seine Würde, seine Hoffnung. Und dann durch Verzweiflung und Leere versetzt. Er meinte, er sei nicht traurig, als Frick in Nürnberg hingerichtet wurde. Er beschreibt diese Jahre, bis er nach England fliehen konnte, so etwa 3-4 Jahre, als eine verworrene Zeit. Ich vermute, er litt unter Depression, alles Mögliche. Er wusste nicht, wohin. Er hat diese Zeit verdrängt. Ich zitiere, meine Zitate kommen aus dem Tagebuch. In den unsicheren Jahren vor der Auswanderung musste Jutta mir abends vorlesen, meistens aus fontanischen Romanen. Aufgewühlte Nerven konnten sich dabei beruhigen. Ja, 1934 wurde das Ehrenkreuz ihm verliehen.
so das Timing, nicht? Er verliert seine Stelle und, oh, herzlichen Glückwunsch. Wie verworren war doch die Zeit nationalistischer Herrschaft. Und kurz nach seiner Entlassung aus dem Staatsdienst wurde ihm das Ehrenkreuz für Frontkämpfer im Namen des Führers und Reichskanzlers verliehen. Eine Schizophrenie, oder? Und das ist das Allerschlimmste für ihn. Hier wurde er nämlich aus dem Offiziersverein ausgeschlossen. Und wie er von denen behandelt wurde, er fühlte sich tiefst verletzt. Und der Zeitpunkt, das Timing, wann das angekommen ist, es kam kurz nach seiner Freilassung aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen. Kurz vor Weihnachten. Ich meine, was für ein Weihnachtsgeschenk war das, ne? Ja, aus dem Tagebuch. Die Fassung des Schreibens über meinen Ausschluss aus dem Offiziersverein. Ehre dem Vaterland geleisteten Dienste. Unvergessen im Kreise ihrer alten Kameraden. Dieses Schreiben des Oberst von Caprivi mehr als alles andere zu meinem Entschluss beigetragen habe, mich im Jahre 48 in England naturalisieren zu lassen. Sie konnten damals nichts anders handeln, aber preußisches Offizierkorps und preußische Adel haben am Prestige verloren. Er war bitter. 5 Jahre unter dauerndem Druck. Es ist nicht erstaunlich, dass ich so vieles aus dieser Zeit vergessen habe. Erstaunlich, dass wir es überstanden haben und heute ruhig darüber sprechen können. Das ist die Verhaftung. Und das ist aus der Sicht eines 12-jährigen Mädchens. Und das war die kleine Tochter Sabine, die den Papa wirklich so lieb hatte. Und hier aus dem Englischen übersetzt. Das ist ein direktes Bericht. Mein Vater und ich sind nach Potsdam gegangen, um graue Kniestrümpfe mit blauen Bänden zu besorgen. Auf dem Rückweg zum Bahnhof gingen wir über eine Seitenstraße, um uns eine Synagoge anzusehen. Ausgebrannt, dunkelgrau, schwarz, erschreckend, an einem trüben Novembernachmittag. Als wir wieder zu Hause waren, war meine Mutter fort beim Pfarrer Kaffee trinken. Es klingelt. 2 Männer in Regenmäntel fragen nach meinem Vater. Sie heben das Revers, um den Ausweis zu zeigen. Wie oft habe ich gewünscht, dass ich anders gehandelt hätte und habe gesagt, er sei nicht da, wie andere Kinder es getan haben? Mein Vater hebt den Telefonhörer. Er teilt meine Mutter mit, sie wolle mich hier verhaften. Seine Stimme ist ruhig, aber sehr schrill. Sein linkes Bein, auf einem Holzhocker gestützt, zittert so viel, dass der Hocker auf dem Steinboden klappert. Ich will sein Bein ruhig halten, aber ich habe Angst. Er ist so außer Kontrolle. Ich will es für ihn nicht schlimmer machen. Sie nehmen meinen Vater weg, nachdem sie auf die Rückkehr meiner Mutter gewartet und ihr die Zeit gegeben haben, ein paar Brote anzufertigen. Nachher meinte meine Mutter, sie wollen meinem Vater die Chance geben, durch den dunklen Garten zu fliehen. Als sie mit meinem Vater weggingen, fragen wir uns verzweifelt, ob wir vielleicht etwas in der Schule aus Versehen gesagt hätten. Wir wenden uns alle gegen den 7-jährigen Michael. Bist du sicher, du hast nichts gesagt? Ich sehe immer noch sein verzweifeltes Gesicht voll Schuld vor mir. Wir sind alle von Schuld heimgesucht. So, und hier landet der. Sachsenhausen. Und das ist jetzt aus Kurztagebuch. Ich zitiere. Aber was soll ich von früher erzählen? Trotz eines guten Gedächtnisses, vieles habe ich doch vergessen. Und nichts will ich hier bringen, für dessen Richtigkeit ich nicht einstehen kann. Wie war es in den dunklen und dumpfen Novembertagen, die ich 3 Wochen lang in Sachsenhausen verbringen musste? Ein Einzelfall unter vielen Tausenden.
Und ich versuche, mich an etwas zu erinnern, was andere vielleicht nicht mit gleicher Lebendigkeit erlebt haben. Und da ist mir ein Erlebnis im Bewusstsein verblieben. Nichts Typisches, sondern ein Einzelfall. Einer der SS-Führer, offenbar nach seiner Sprache zu urteilen, einer gebildeten Familie angehörend, fing an, sich mit einem der Insassen zu unterhalten. Wir waren ja eine sogenannte Elite, die man diesmal ins Lager gebracht hatte, um auf sie einen Druck zur Auswanderung hin auszuüben. Später hat man dann andere Mittel angewandt, um die unerwünschten Elemente loszuwerden. Also mitten in der Unterhaltung mit einem der Verhafteten brach dem SS-Mann die Stimme und mit den Worten: Denken Sie vielleicht, mir macht die Sache hier Spaß? Verließ er die Baracke. Der Alexander hat erzählt, wie er diese Granitklötze da immer rumschleppen musste. Das ist was schrecklich. Und schon wieder nur noch eins über Sachsenhausen. Es ist die 60er Jahre, er ist jetzt in England und die Putzfrau, die hatten eine Putzfrau und sie sah ganz besorgt aus und sie erzählte meinem Großvater, ja, ihr Ehemann sei aus Versehen aus seiner Firma entlassen worden. Es hätte ein Irrtum vorgelegen und die Firma hätte sich entschuldigt. Und so schreibt jetzt kurz darauf: Das Ganze erinnerte mich an einen Vorfall im Konzentrationslager. Ich war gerade eine Woche dort gewesen, da wurde ein Zahnarzt meines Namens aufgerufen und ihm mitgeteilt, dass er aus der Haft entlassen sei. Ich war damals nicht berührt davon, da ich nicht wissen konnte, dass Stapenhorst, dieser gute Nachbar, inzwischen meine eigene Entlassung in die Wege geleitet hatte. Ich musste also noch 14 weitere Tage aushalten. Auf dem Polizeipräsidium wurde Stapenhorst mitgeteilt, dass leider eine Namensverwechslung vorgelegen habe. Nun, dem anderen war es auch zu gönnen, dass er vorzeitig wieder zu seiner Familie zurückkehren durfte. Was war das für eine lächerliche Zeit? Aber damals nicht lächerlich für die Tausenden von Inhaftierten. Er war 3 Wochen dort, kurz vor Weihnachten wurde er freigelassen. Entlassen, sagen wir so, nicht so frei. Wieder aus dem Tagebuch. 52 Jahre habe ich in Berlin gelebt, unterbrochen nur durch einige Reisen, einen Krieg und 3 Wochen Konzentrationslager. Über diese 3 Wochen will ich nicht sprechen. Als ich Ende November 38 in meinem zerdruckten Anzug, die Kleider der Häftlinge wurden aus sanitären Gründen bei der Einlieferung in heiße Luft gereinigt. Als ich also in meinem verdorbenen Anzug und mit kurz geschorenem Haar, Sie sehen, wie was mit den Haaren für ihn so wichtig ist, wieder frei war, da gingen wir zuerst in eine Kneipe in Oranienburg. Wir hatten alle Gewicht verloren. Es war eine Arbeiterkneipe und alle die Arbeiter, die wussten, woher wir kamen, machten uns Platz und einer sagte, lass die Herren durch. Alle machten schweigend Platz und wir bekamen als Erste unser Glas Bier und unsere Buletten. Wir standen an der Theke und die Wirtin wollte kein Geld von uns annehmen. Nichts hat mir damals mehr geholfen als dieses Verhalten der Berliner. Ich weiß heute nicht mehr, an welchem Bahnhof ich in Berlin ankam, auch nicht, ob ich meine Ankunft telefonisch mitgeteilt habe. In der Dunkelheit war ich zu Hause und ging sogleich zu Stapenhorst, unserem Nachbar, dem ich ja meine frühzeitige Entlassung zu verdanken hatte. Die erste Bekannte, die ich sah, war Härte, das war die Frau, Härte Stapenhorst. Ich weiß noch, dass sie es vermied, mit mir zu sprechen. Ich muss wohl einen sehr veränderten Eindruck gemacht haben in meinem zerdruckten Anzug und mit kahl geschorenem Kopf. So sehen entlassene Verbrecher aus. Und auf diesem kurzen Weg wurde mir deutlich klar, dass ich jetzt alles versuchen müsste, um Deutschland zu verlassen. Nachdem ich mich bei Stapenhorst bedankt hatte, es war inzwischen spät geworden, kamen Viehbarns, diese guten Freunde,
Der Kurt war im Alexander-Kaiser-Garde-Regiment. Die waren sehr gut befreundet. Er kam aus West End, das weiß ich noch, mit 2 Flaschen Rotwein an. Alexander Fiebern konnte ich natürlich über die Zustände in Sachsenhausen berichten. Er sagte nur, sprich zu niemandem über deine Erlebnisse und jetzt muss alles geschehen, damit du aus dem Lande herauskommst. Und dann wurde der Abend ganz heiter. Der Rotwein hatte auch damit zu tun und wir kamen in dieselbe sorglose Stimmung wie damals im Herbst 1916, was wir zusammen auf dem Abmarsch zur Somme warteten. Wer in solchen Zeiten ohne Humor ist und nicht lachen kann, der ist wirklich zu bedauern. Mir hat das Lachen immer geholfen. So, na, dieses Bild haben Sie bereits gesehen, das habe ich den Ausschnitt. Das ist aus Leinenstoff im Februar 1939 ausgestellt. Die Versorgungskosten. Ja, die haben das übernommen, das hat Herr Hoffmann dann erzählt. Ich weiß nur, dass das die Jutta dieses ständiges Briefwechsel machen hatte mit den Behörden. Und sie hat lang und schwer kämpfen müssen, um Geld zu bekommen. Und so immer wieder solche Bittbriefe, immer wieder so, diese schöne Bürokratie ist schrecklich. Und das ist kurz Reisepass und sein Visum. Und das ist eine Flucht. Und es ist aber alles ziemlich, ziemlich zeitlich, alles sehr knapp. Das wurde im Juni, der Reisepass wurde im Juni ausgestellt, Juni 39. Am Tag darauf kam erst das Visum. 3 Tage später bekam er 5 Reichsmark für die Fremdwährung. Und dann am Tag darauf, so nur ein paar Tage, am 27. Juni, verließ er Deutschland. So alles da. Und der 27. Juni war zufällig sein Geburtstag. Es war sein 53. Geburtstag. Und er ist über die Grenze bei Bentheim gegangen, das ist in Holland, glaube ich. Und dann bei Oldenzaal ist er in den Niederlanden angekommen. Und vermutlich ist er dann über Hook von Holland weitergereist und dann in Harwich, England, am 28. angekommen. Und warum England? Wie gesagt, er war immer anglophil, immer Beziehungen zu England gehabt. Und das hat ihm sicherlich erleichtert. Das war kein fremdes Land, das war nicht so richtig Ausland. Und sein Vater verbrachte auch einen Teil seiner Jugend in England. Und Ferien wurden oft dort verbracht und dann kamen dann nach Berlin. Nach Berlin kam dann öfters Besuch aus England. Und es war der Vetter von Kurt, von meinem Großvater, Paul Haas, Naturwissenschaftler, der ihm in 1939 die Einreise nach England ermöglichte. Er war so eine Art Sponsor. Jeder, die mussten sagen, ist es 50 Pounds oder? Ja, so 50 Pounds. Die mussten zurechtstehen, also dahinter. Kurt und Jutta hatten kein Bargeld mehr, hatten kein Geld. Die brauchten so Sponsoren, um überhaupt dorthin zu kommen. Nach der Ankunft war es natürlich schwer, gerade vor dem Krieg Arbeit zu finden. Ich meine, wer will einen deutschen Jurist einstellen? Und ne, was hat ihn interessiert? Ja, Geschichte, deutsche Geschichte und Wein. Er kannte sich gut aus mit Wein. Er hat kurz bei einer Gärtnerei gearbeitet und dann im Weinkeller des Regent Palace Hotels London. Ich meine, es ist ziemlich alles. Er hat ziemlich deklassiert vor. Ich meine, das war schon, aber er musste halt arbeiten. Und das hat mein Mann, Mike, hat gefunden aus dem britischen Archiv. Das ist diese Internment Card, diese Internierungskarte. Und es sind hier 3 Daten darauf. Es wurde 3-mal so quasi gestempelt. So zuerst 39, er musste gar nicht interniert werden. Es war kein Problem, als Deutsche in England zu sein. Er war frei. Und dann erst im Juni wurde er dann interniert, wie viele andere auch. Und er war ein Jahr lang dann als Enemy Alien, dieser feindliche Ausländer, auf der Insel Man, eine Ferieninsel interniert.
Er hat, das Einzige, was ich mitgekriegt habe, wen hat er getroffen und so, ist sicherlich, er hat viele eigentlich Leute gekannt aus Berlin, die auch mit interniert wurden. Aber das Einzige, was er uns vielleicht als Kinder hatte erzählt, da war auch der Küchenchef des Adlon Hotels. Und er war im selben Haus so untergebracht. Das hat mein Großvater gehört. Oh ja, Sie können gut kochen, komm mal mit. Ja, ja, danke schön. So, das war garantiert. Und Kurt hat dort auf der Isle of Man, er war für die Leihbibliothek zuständig. Und das hat ihm sicher gefallen, denn die Bücher, das hat er sein Leben lang verschlungen. Ne? Und hier ist ein Bild von der Isle of Man. Das war und ist immer noch eine Ferieninsel. Und das ist ein von, Onchan ist so Stadtteil, so ein Dorf. Und das ist ein von den Häusern. Ich weiß nicht, in welchem Haus er untergebracht wurde. Eins sagte in seinem Tagebuch, bereut er. Angeblich, jeden Tag sind die immer alle so schwimmen gegangen, jeden Morgen im Meer. Ne? Das ist schön, so Ferieninsel. Und er hat sich nicht beteiligt. Und das hat er bereut, hat gemeint. Und er hat gemeint, die Berliner Reden sagt lautet, ich bade nicht aus Dafke. Berliner werden wahrscheinlich das verstehen. Hätte doch machen sollen. He? So, 1946 kam dann die ganze Familie wieder zusammen, wieder vereinigt. Da ist die Biene, da ist der Kurt, Jutta, mein Vater Reike, inzwischen so ein junger Mann geworden, der Michael. Ich habe viele Geschichten gar nicht erzählt, was während des Krieges passiert ist. Es ist noch ein Buch, noch ein Vortrag. Und da ist der kleine Alexander, der vermutlich sehr kurz nach Sachsenhausen in die Welt so gestiftet wurde, sozusagen. Ja, so Jutta und den drei jungen Kindern, das ist gelungen, wo viele es nicht geschafft haben, nach dem Krieg nach England zur Sicherheit zu kommen. Angeblich, die haben Jutta nicht erlaubt, reinzukommen, zu Beginn des Krieges, weil sie schwanger war. Man weiß es nicht. So, sie musste allein mit den Kindern bleiben und zurechtkommen. Und der Stapenhorst, der hat so viel geholfen bei der Befreiung, aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen, bei den letzten Kämpftagen hatte. Und er hat auch bei den furchtbaren Tagen der russischen Besetzung war er dabei als Nachbar. Und auch er hat mitgeholfen beim Durchsetzen der Pensionsansprüche. Na, 41 bis 51, so ein Jahrzehnt, hat mein Großvater als Angestellter bei der britischen Eisenbahn, British Rail, gearbeitet. Er hat einen niedrigen Lohn erhalten, aber er und seine Frau Jutta konnten später im Ruhestand kostenlos fahren. Sogar eine kostenlose Eisenbahnfahrt ins Ausland. Und das hat er gemacht. Er gab jetzt einmal nach Deutschland gekommen, um das einmal nochmal zu sehen. Aber er hat gemeint, er könnte nicht bleiben. Das ginge nicht. Und sogar eine kostenlose Eisenbahnfahrt für Michael, der Sohn, der auf der rechten Seite, er durfte gratis nach Schottland fahren, um die Schule Gordonston zu besuchen. Und diese Schule wurde von Kurt Hahn begründet. Und er hat die Schule Salem bei Bodensee und dann die United Colleges, Atlantic College und so weiter. Das Problem war, Kurt konnte sich nur eine kleine Einzimmerwohnung leisten in London. Und so der Rest der Familie musste dann 2 Jahre lang in Wistow ohne Mann, ohne Vater wohnen. Besuch nur am Wochenende oder in den Ferien. Und Wistow, das war schon bei der Familie, das war eine Kirchengemeinde und wurde von Karl, der Bruder von Kurt, geleitet. Sie sind zwar alle so jüdische oder Abstammung, aber der Karl, der Kurt hat zwei Brüder. Der eine Karl wurde Pfarrer und der andere Bruder Ernst, der wurde Arzt. Und er ist dann nach Amerika gegangen.
Aber diese hinausgezogene Trennung war für die ganze Familie, glaube ich, besonders für die Jutta, ziemlich hart. Und dann später kamen die alle zusammen in eine kleine Wohnung in Nordwest-London. Der Kurt erzählt kurz, ich erinnere mich, dass Sabine und ich an einem dunklen Abend, das ist abends, nicht? An einem dunklen Abend von Bekannten eine alte, brauchbare Matratze eine halbe Stunde lang durch die menschenleeren Straßen von London schleppten. Es ist erstaunlich, was man alles in der Not tut. Das ist alles aus dem Tagebuch. Ah ja, der Brief von Professor Henning. Sie sehen, wo das rot angekreuzt ist. Das ist das Allerwichtigste. Mein Großvater war Regierungsrat, also auf diese Stufe gekommen, nie weiter. Aber dann hat er einen Brief geschrieben und hat so Henning so überredet, dass wenn er geblieben wäre, wäre er nicht dann auf den Grad Oberregierungsrat gebracht und hat gesagt, okay, doch. Und das hat so einen Einfluss auf seine Pension gehabt. Das war fantastisch, fantastisch. Und ab 1953 konnte Jutta, die wirklich praktisch war, sie hat Schneidereiarbeit gemacht und das konnte sie dann aufgeben, da die erste Pensionszahlung durchgekommen ist. Und dann dazu kamen Entschädigungsansprüche aus Deutschland. Und dank der großen Mühe beim Berliner Finanzamt von Alvin Schilling, einem guten Freund meines Großvaters, und dank dieses Eingriffs, konnte sich Kurt endlich ein kleines Haus in Hove bei Brighton an der Südküste Englands kaufen. Und hier sollte er endlich Ruhe und seinen Garten haben. Aber diese verworrene Zeit, es kam immer wieder. Und das war wirklich das Problem. So, er war eigentlich nicht so entspannt, sein Ruhestand. Es ist gut, dass ich jetzt nur selten alleine bin. In Juttas Gegenwart vergesse ich diese ganze Zeit. Nur wenn ich einsam in der Wohnung sitze oder ohne einen Menschen zu sprechen, nach Brighton fahre, unter fremden Leuten Mittag esse und dann am Meere zurückgehe, wird die alte Zeit wieder lebendig. Einsamkeit macht mich unruhig. Er litt ständig unter Albträume. Immer bei Geldangelegenheiten oder bei der Bürokratie reagiert er sehr emotional und irrational. Und in dieser Hinsicht war er ständig von Angst und Unbehagen geplagt. Und die deutschen Behörden ließen ihn nie in Ruhe. Sie bereiteten ihm immer wieder Sorgen, wenn zum Beispiel Pensionszahlungen erst verspätet eingingen. Oder seine ironische Bemerkung: Wir waren 20 Minuten in der deutschen Botschaft in Belgravia, das ist in London. Ich muss mir jedes Jahr bestätigen lassen, dass ich noch lebe. Und wieder bei der deutschen Botschaft, um die Lebensbescheinigung zu holen. Jedes Mal bereitet es mir ein Gefühl von Missbehagen. Und zum Schluss möchte ich eigentlich das letzte Wort von Kurt. Ich behaupte immer wieder, dass ich kein Ressentiment habe. Ich meine Deutschland gegenüber. Aber das mag ein Irrtum sein. Ich möchte aber denken, Kurt hätte diese heutige Anerkennung zur Wiedergutmachung hier bei der PTB geschätzt. Recht herzlichen Dank. Das ist ein Bild. Das sehe ich immer. Entweder so oder mit einem Glas Cognac, Zigarre in Hand und ein kleines Kaffeechen und die kleinen Kinder, immer die Enkelkinder. Und er hat uns nie abgewichen. Er hat immer gesagt, nee, komm. Immer beim Gespräch, immer beim Debattieren. Aber er hatte immer Zeit und Platz für uns. Und dann zum Schluss. Das war bei der Goldenen Hochzeit in 66, so in seinem Garten. Also, das war es. Okay, danke. Sorry.
Ja, vielen Dank, Frau Schockhurst, für diesen hochinteressanten und bewegenden Vortrag. Dazu gibt es sicherlich auch noch Nachfragen oder möglicherweise Ergänzungen. Und natürlich auch vielen Dank nochmal für die Einleitung aufgrund der Archivalien. Bitte. Ja. Wollen Sie das Mikro vielleicht nutzen? Eine ganz profane Frage, in welcher Sprache erinnert man sich denn bei dem Schicksal? Hat er sein Tagebuch in Deutsch oder Englisch geschrieben? Bitte? Hat er sein Tagebuch in Deutsch oder in Englisch geschrieben? Er hat sein Tagebuch meistens auf Deutsch geschrieben, hat er oft sehr viel Englisch gelesen und hat oft dann Englisch dann zitiert. Das war für mich dann auch einfach zu verstehen. Ja. Und dann Vergleiche gemacht oder so. Und danke. Das, ja, bitte. Ich sehe jetzt keine weiteren Meldungen mehr. Ich habe noch mal eine Frage. Ja? Wissen Sie, warum er erst so spät sich zur Immigration entschlossen hat? Warum? Warum er erst so spät sich entschlossen hat zu emigrieren? Ja, ein Grund wäre, dass er sich nicht entscheiden konnte. Mhm. Er hatte, ich glaube, durch diese so Depression, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, dann ist es sehr schwierig, dann zu agieren, nicht? Das ist, und es war die Jutta. Die Jutta, sie hat gesehen, nichts passiert. Er sitzt nur im Garten rum, tut nichts. Die Zeit wird nicht besser, ich muss, und sie hat eigentlich alles ins Wege gebracht. Diese Angst kann diese Ursache, diese Situation ursachen, nicht, dass man weiß nicht, was man tun soll. Na, das ist